Wir schauen einfach mal. Ich glaube nicht wahr. Ne? Ach. Ich glaube, ich würde das nehmen. Oder das? Aha. Das passt ein bisschen gut, weil hier so ein bisschen verschwitzt ist, ne? Dschungelmäßig so. Aha. Leer. Das dämliche Schwein die ganze Zeit im Hunde im Hintergrund, ey, oh Mann. Ach komm, ich nehme das hier. So. Dann hätten wir das. Das müsste scharf genug sein. Hätte ich jetzt gar meinen anderen Skin gesehen. Oh Mann. So, schnibbeli schnapp. Jawohl. Irgendwas hält die Vorräte noch. Ja. Das haben wir schon gesehen. Kann hier übrigens nicht rennen, ne? Was ist das denn da oben? Mhm. Achso, hier muss ich ja über den Baum hier. Nein! Über den Baum hier gehen. Zack! Huah. Ach, hier wäre noch eine Bergungsgutkiste. So war das. Ja. I know. Und Schnippi schnapp. Ja! Meine Perfekt. Ausrüstung, endlich! Oh, eine Feder. Komischen Viecher, ne? So, wir holen uns erstmal unsere Ausrüstung hier. Warum habe ich nicht alles zusammengepackt? Miss Croft? Jemand da? Kommen! Miguel! Wo bist du? Verdammt! Verdammt! Cool. Ach du Schande. Was haben wir hier? Kräuterlies. Ja, wo sollen wir denn festmachen denn? Ah, hier drüben natürlich. Ist klar. Kletteraxt habe ich auch nicht. Ne, haben wir. Weißt du, ich drehe nur und der. Was ist denn hier los? Hilfe. Hallo. Was ist denn hier los, Freunde? Ja.
jetzt hast du dich wieder gefangen. Was ist denn hier los? Huch. Ich speichere mal ganz kurz. Vorsichtshalber. Huch. So. Oh, das habe ich übersehen. Nice, wir haben gleich wieder einen Fähigkeitspunkt. Hätte ich auch runter. Vater, ey. Er fängt schon wieder an. Mit CPU-Auslastung. Was willst du denn, Alter? Ha? Schauen wir mal. 9. August. Ich lasse diese Seite hier zurück, um jegliche Fragen zu klären, falls mich auf dieser Suche dasselbe Schicksal ereilt wie die restlichen Mitglieder meiner Gruppe. Mein Name ist Jack Fawcett. Ich bin am 20. April 1925 mit meinem Vater Percival Harrison Fawcett und meinem besten und ältesten Freund Raleigh Rimmel in Chuyaba, Mato Grosso aufgebrochen, um nach Zed zu suchen. Ich bin als einziger von uns noch am Leben. Mein Vater fiel 2 wilden Dschungelkatzen zum Opfer. Raleigh starb durch unsere Sorglosigkeit. Ich selbst bin am Ende meiner Kräfte, weigere mich aber aufzugeben. Mein Vater war überzeugt, dass wir ganz in der Nähe von Zed sind, und ich teile seine Einschätzung. Also lasse ich 2 Gräber zurück und gehe weiter nach Westen, in der Hoffnung, nicht in mein eigenes Verderben zu laufen. Okay. So, wie können wir hier tauchen? Wie schön klar das Wasser aussieht, ne? So cool. So, hier können wir hoch. So, ich mache jetzt diese... diese Folge noch voll. Und dann werde ich mal ganz kurz Aufnahmepause machen, Spiel beenden und morgen weiter aufnehmen. Denn ich glaube, das Laggen liegt einfach da. Daran, dass das Spiel einfach schon zu lange an ist. Zack! Erwischt! Zack! Erlegt! Die Viecher will ich auch noch killen, aber lassen wir mal. Komm, wir schauen mal in die erste Grünchen rein. Obwohl, komm, wir machen das später. Nachher fehlt uns dafür die wieder die Ausrüstung, können wir wieder nicht weitermachen. Wir gehen hier mal rüber. Ach cool, hier kann man mal die Animationen sehen. Haben sie echt gut verbessert, muss ich sagen. Gefällt mir. So. Er fängt schon wieder an, ne? Habt ihr das gemerkt, wie er anfängt zu ruckeln? Miguel! Das gefällt mir gar nicht. Miguel! Wo bist du? Oh nein. Miguel? Miguel? Oh, Kacke. Moment, ich bin gleich wieder da. Just a little moment. Moment. Gleich wieder da. So.
Er blutet aber ganz schön hart. Ich schau mal ganz kurz nach hier unten. Ich weiß, er blutet. Oh. Aber hier gibt's vielleicht Loot. Oh, na siehste. Tja. Ganz offensichtlich gibt es in jedem Erdteil einen eigenen Mythos über eine zweibeinige Kreatur, die im Wald lebt. In dieser Gegend kennt man sie als den Sisimite, den Hüter des Waldes. Er wird als großes affenähnliches Wesen beschrieben, das männliche Menschen angeblich sofort tötet, während es Frauen in seine Höhle bringt, um sich mit ihnen zu paaren. Uah. Von einem Affen gepaart werden, also ne, ich stelle mir auch was Schöneres vor, ne? Oh mein Gott, Miguel, was ich... Oh Gott, ich dachte jetzt gerade... So. Denn. Oh. Wow. Oh. Scheiße. Oh nein, toll. Vorsichtig sein. Okay. Ich könnte jederzeit irgendwo ankommen. Hoffentlich hier. Das ist es. Wow. Alter, das habe ich nicht gesehen. Thank you.
Oh. Was? Alter, was war das denn? F1 zum Heilen? Wer hat sich denn das ausgedacht? Alter Falter, bin ich fertig, ey. Boah, das hat gedauert, Freunde. Das hat gedauert. Viel Heilungskräuter sammeln. Das ist das Totenschädel, ne? Toll, lecker. Hm. Hier, Äste können wir auch gebrauchen. Voll, zack, zack, zack. Mal schön ab. Hier auch nochmal. Kampf der Bestie, Alter. What the fuck? Spinnfatsch. Soll ich dem jetzt hinterher? Scheint wohl so, ich müsste jetzt nicht, wo ich lang. Ach, da hinten geht lang. Ja, genau, dem hinterher. Toll, ey. Das ist eine sehr gute Idee. Nicht. Warum hat sie jetzt so nach hinten geguckt? Oh, da ist der Rest vom Flugzeug. Jonah! Mich noch ein. Alter, das Wasser sieht so geil aus, ne? Wow. Wow, wow, wow. Ultra gut. Das sieht so schick aus, ne? Ja, die kann ich noch nicht sammeln wegen dem. Das ist doch blöd. Ich muss erst skillen, dass ich von dem Zeugs cashen kann. Und hier. Hey. Und so weiter. Ne? Hat sie gerade Hey gerufen oder Help? Zack. Das Bergungsgut. Shark. Ich hoffe, der Jaguar oder was es ist, kommt jetzt nicht wieder. Geh weg, du Fisch. Frosch. Whatever. Und da tut mir nichts. Okay. Alter, wie geil das Wasser hier. Alter, wie geil das aussieht, ne? Ultra cool. Ich muss da hin. Bin schon vorbeigelaufen? Nee. Ich muss da irgendwo hoch. Ich muss hier wahrscheinlich dann hoch und so, ne? Was haben wir denn hier? 1. August. Wir finden heute Nacht keinen Schlaf. Der Dschungel ist aufgebracht und auch der Mond versagt uns seine Unterstützung. So tief im Urwald schweift die menschliche Vorstellungskraft endlos durch die Dunkelheit. Ich kann hören, wie der Dschungel um mich herum atmet. Sein tiefes Grollen lässt den Boden unter uns erzittern und seine manische Energie raschelt in den Bäumen über uns. Der Schlaf liegt wie Blei auf unserer Suche und übermannt uns in den ungünstigsten Momenten. Einmal ist Vater während des Laufens eingenickt, die Hand gerade noch an seinem Wanderstab. Wir haben keinen Proviant mehr und ernähren uns nur noch von Beeren und Regenwasser. Und doch sind wir beide zu dickköpfig, um aufzugeben. Ich fürchte, genau diese Sturheit, die uns bis hierher gebracht hat, könnte auch unseren Tod bedeuten. Ja. Da mal ein bisschen Zeug. So. So, und an diesem wunderschönen Fleckchen. Das sieht aus wie eine Kakerlake, ne? So, an diesem wunderschönen Fleckchen Erde mache ich eine Aufnahmepause und wir sehen uns in der nächsten Folge erst wieder.
Ich starte mal eben das, beziehungsweise ich schließe das Spiel, mach PC aus und spiele erst morgen wieder weiter, denn ja, ich hoffe, dann sind die Lags auch vorbei. Ich könnte jetzt auch daran liegen, dass der PC ein bisschen zu lang ist. Also, ja. Ne? Also, auf jeden Fall sehen wir uns morgen an dieser Stelle wieder. Und ich bedanke mich, wie immer, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, ne? Lara. Tschüss.